Der Probeschwung ohne Ball sieht immer gut aus. Immer gut aus. Ja. Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht schon viel besser aus. Die an hier. Der Meister, der kann das. Breaking 100. Willkommen im Soltau Golfclub, in dem ich nicht Mitglied bin, aber Olli, der Star des heutigen Tages, der eigentlich heute sein erstes Breaking 100 Turnier spielen wollte. Allerdings, wie wir hier sehen, wettertechnisch sehr kalt. Von daher können wir nicht auf den großen Platz, aber wir spielen auf dem kleinen Par-3-Platz und da schafft Olli bestimmt die 100 auf 9 Loch. Wir machen uns da keine Sorgen. Er wird das hinkriegen. Wenn er ähnlich spielt, wie ich das gerade mache, wird das ein Challenge, Leute. Glaubt mir. Das wird nicht einfach. Du hast das bessere Handicap, was jetzt nicht schwierig ist, aber das wird klappen. Leopold. Möge der Schlechtere verlieren. Ich glaube, so wird es auch sein. Genau, das denke ich auch. So, 130 Meter ungefähr. 130. Also, zack, aufs Grün. Hast du gerade gesagt. Ich habe das nicht gesagt. Du hast es gesagt vorhin, dass es 130 Meter sind. Du nur auf die Scorecard, das habe ich nur so gesagt. Ach so. Habe ich geschätzt. Du hast geschätzt. Warte mal. Dann wie viel sind? Warte mal, wenn ich mit meiner 130 Meter, boah, genau, Alter, hast du das gut geschätzt. So, wollen wir mal. Wenn du so spielst, wie du schätzt, dann wird das Breaking 90 überhaupt kein Problem. Das war eine Lady. Quasi, also, ja, die du geschlagen hast. Und ich bin nach dem Abschlag weiter weg als vorher. So, jetzt zeige ich dir mal, wie man das macht. Ja, das okay. Können wir was abgucken bei dir. Weil wir haben ja festgestellt, der bessere Golfer ist der, der als Zweiter abschlägt. Das war schon immer so. Und jetzt guck dir mal an, wo die Pille jetzt hingeht. Ja. Alter! Oh, der war gar nicht schlecht, Leo. McIlroy wäre neidisch geworden. Okay, vielleicht nicht richtig. Beim Flugzeug. Beim Flugzeug. Ja, ja. Normalerweise Patte dürfte das kein Problem sein. Wir dürfen nichts dem Zufall überlassen, ne? Das Grün ist, glaube ich, sehr nass. Das wird sehr langsam sein, denke ich. Oh ja. Da bleibst du hier, oh, bleibst du echt hängen, oder? So, Viere. So. Oh, Alter, festgefroren. Lass ihn einfach drin. Ist okay. Das ist ja nicht so, als ob das irgendwie eine Rolle spielen würde bei meinen Patten. Ah, Olli. Ja. Total. So zum Double Bogey, ne? Double Bogey. Ja, guter Anfang. Yes! Yes! Pow! So, vor allem, ich muss den jetzt reinmachen, sonst. So verlierst du das Loch. Verliere ich das Loch und das kann eigentlich nicht sein. Schade. Okay, hat aber geklappt. Schade, schade. Stark gespielt, Leo. So. Okay, Olli, 120 Meter. Den Baum da links siehst du auch ohne meine Hilfe. Also rechts dran vorbei. Genau. Wirst du gleich feststellen, wenn ich über diesen Wagen hier komme. Ach.
Okay, erst beim Tipi. McElroy wäre wieder stolz. Außer, dass er im Baum hängen geblieben ist, oder? Ist er im Baum hängen geblieben? Wir werden ihn finden. Da gehe ich voll aus. Ich bin sicher. Wir werden hoffentlich beide finden. Welche? Ach, da ist noch ein Bunker. Oder was ist das? Ist ein Bunker? Ja. Oh. Das habe ich. Also bei mir, bei dem Tippi. Ach so. Ach, deiner liegt da mitten auf dem Fairway. Oh, jetzt lauf halt, komm. Das war. Ja, schade, Leo. Ich sehe Krokodilstränen auf deiner Wange. Aber jawohl. Sitz. Oha. Sogar der war noch zu langsam, wa? Ja. Und da habe ich ja wirklich draufgehämmert. Ja. Die haben ja wirklich festgeklebt, oder was? Ja, ich glaube, die sollen nicht weg. So. Das ist ja ein Schlag weniger als ich. Das finde ich nicht Bitte? Gut. Du hast ja einen Schlag weniger als ich. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden kann. Das war ja auch brillant ins Golf, Leo. Zum Paar, Olli. No pressure, zum Paar. Genau. Das läuft. Jawoll! Alter! Sehr, sehr geil. Ja, krass. So, jetzt bist du gleich zwei, auf, gleich zwei Schläge hast du vor mir, weil den werde ich natürlich nicht versenken hier. Siehst du? Sag ich doch. Sag ich doch. Du musst an dich glauben, Leo. 3 und 5. Ist das eine Eisschicht da drin? Nee. Nee, Wasser. Ist doch was hast du jetzt gespielt? 5. 5. Aber das ist doch konstant. So werde ich wahrscheinlich. Deswegen bei mir ist, reden wir auch von Breaking 120, nicht 100. Wie viel haben wir, Leo? So, 140 sind es jetzt. Das sind immer ziemlich gerade Zahlen hier. 140? 140. Also Zeit für den Driver. Ja, eigentlich ja. Aber weit, ne? Jawohl, geht doch. Ja, links. Geht doch. Wie weit, noch 100, wie, weit 100, das, ja. Wie weit 140 Meter sein können, oder? Was? Neben dem Bunker. Ja, das ist noch ein Bunker, ne? Ja, das ist noch. Ah, nee, überhaupt nicht getroffen. Aber der war besser als mein Abschlag in der 1, Leo. Das stimmt. Das musst du dir immer noch vor Augen halten. Allerdings müsste ich mich, glaube ich, auch anstrengen, um da was hinzukriegen, was da gleichwertig wäre. Bisschen zu weit nach rechts und viel zu kurz. Der war, glaube ich, sogar mal ganz okay. Oh, der war schön, Leo. Oh. Alter! Das hast du mich unter Druck gesetzt, Leo. Ja, der erste vernünftige Schlag hier heute bei mir. Ja, der ist ja aber leider auch drauf. Ja, aber... Bedauerlicherweise. Der sich als grün darf hier nicht bezeichnet. Ja, ja, Alter! Oh. Sag mal... Das kann überhaupt nicht wahr sein, was du hier die ganze Zeit hier reinhämmerst. Du hast heimlich geübt. Komm, gib's zu. Das hat man gesehen gerade. Ja, Alter, das ist ja. Gut, Leo. Voll, auch drin. 3 und 4, ja. Oder? Leo, was, ja, wie viele Meter haben wir hier? 125 hier. 125. Ja. Also irgendwie die Längen scheinen hier nicht so wahnsinnig variabel zu sein, aber okay. Ach, das spielt für uns keine Rolle. Ja. Genau, wir treffen es auch so nicht. Ja, die bräuchte ich auch gar nicht fragen. Obwohl, komm, jetzt schaffst du es, aufs Grün. Wir wissen, dass wir glauben an dich. Ja. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich oder ich glaube, mein Schwein pfeift.
Das war zu kalt ist. Ja, genau. Mal. Ja, die Befürchtung habe ich allerdings auch. So, Leo, das Loch kannst du hier zurückholen. Das wird jetzt Zeit. Zumindest ungefähr in die Nähe. Oh nee, Gott, ist das weit. 125 Meter, das muss man noch schaffen. Was sagst du? 125 Meter muss man noch eigentlich schaffen. Hast du nicht mal die Hälfte geschafft? Mit dem Eisen 8 muss man noch 120 Meter schaffen. Selbst ich muss das schaffen. 50, 60 Meter. Ja? Das ist eine grobe Schätzung, oder? Ja, also. Mit dem Eisen. Der geht rüber, oder? Nee, Alter! Ja, aber geht hinten runter. Ist er? Nee, er sitzt drauf, Alter. Passt. Oh, das müsste ungefähr passen. Oh, der ist gut. Ja, zu kurz. Nee, aber, kurz. Geht. Geht. Ja. Mit zwei drauf. So. Mal her. Was würde McElroy machen? Der würde den natürlich versenken, ist ja klar. Dann machen wir das doch auch. Alter! Ich dachte, McElroy, was würde McElroy machen? Und was hat er gemacht? Versenkt. Auf wie geht's? Ah, komm, du schaffst das. Wir glauben an dich. Und noch ein Monster-Rückpatt. Yes. Aber man kann genau sehen, wo man lang gehauen hat. Aber das war ja geil, der Putt, oder? War gut. Ja. Herr Bjorn, ich habe nicht mitgerechnet. Ich glaube, niemand hat weniger damit gerechnet als ich. Ja. Wenn ich ehrlich sein soll. Ey, das sieht alles, das ist doch nicht 130. Die Boni 130 sahen aber näher aus. Ja, ne? Fand ich auch. 130 Meter. Ich habe die Ehre. Das wolltest du hören, ne? Das wollte ich hören. Und vor allem wollte ich jetzt das Ding mal hier reinstecken, ohne dass er mir runterfällt. So, also, auf wie geht's. Alter, der Baum sollte nicht im Weg sein, aber ist es möglicherweise. Schön, Leo. Reicht aber immer noch nicht. So, jetzt brauche ich mal wieder einen vernünftigen Abschlag. Einen für die Ewigkeit. So sieht das aus. Yes. Ah, der ist aber... Oh, Bunker? Nee. Nee. Ist auch ungefähr ein bisschen weiter als meiner. Ein bisschen näher ran. Aber noch haben wir, glaube ich, kein einziges Mal mit dem ersten aufs Grün getroffen, oder? Ich war froh, ich mit dem zweiten oder dritten auf dem Grün war. Ach. So, jetzt. Ach, Leo. So, drauf. Warum sieht das so leicht aus, wenn die Pros das machen? Und wenn wir das machen? Weil wir sowas von talentfrei sind. Upsa. Jawohl. Ja. Leo, das nächste für dich. Komm, jetzt brauchen wir noch mal so einen Putt wie eben. Das nächste Loch für dich. So, jetzt kicke ich mal nur das Blatt weg, nicht den Ball. Guck mal hier. Guck, wie das geht. Alter, stark. Problemlos. Ohne Ball. Ganz stark. Ohne Ballberührung. Ganz stark. Guck mal, das Blatt hast du sogar ohne Ballberührung weggekriegt. Ist gar nicht so schlecht, ne? Yes! Oh. Geschenkt. Da, den. So. No pressure zum Par-Putt. Aber eine 5, ey. Eine 5? Eine 4? Ich habe eine 5. Ja. Auch geschenkt. Auch geschenkt? Na, Leo. Würde ich zwar nicht schaffen, aber doch, hätte ich geschafft.
Du hast doch eine 4, du warst so mit dem dritten drauf. Nee, ich hab dritter drauf. Ja, und dann zwei Putt. Ach ja, stimmt, waren zwei, stimmt. Ha! Würde ich sagen, hier Tide. Einfach mal. Aber punktemäßig bist du, glaube ich, trotzdem noch besser. So, okay, Olli, du bist, nee, ich bin dran. 100 Meter Eisen 6. 100 Meter, aber was mir zugute kommt, guck mal, was da steht. Das mit einem Beginne an dieser Bahn mit einem Einwurf. Das wäre wahrscheinlich das Beste, was ich meinem Golfspiel antun könnte, den Ball einfach dahin zu werfen. So. Bewegliches Ziel. So, Jungs, we need total concentration. Of course. Ja. So. Und das wird jetzt der Schlag der Schläge. Ah, ja, super. Der war fast so gut wie dein erster. Aber okay. Ich habe vorher nicht gesagt, das wird der Schlag der Schläge. Okay, ich würde sagen, das durfte dein Loch werden. Nee, du warte mal ab, ich habe noch nicht abgeschlagen. Ne? Oh, das war ja... Hinten runter. Ja, ein bisschen runter, aber ich würde lieber da liegen, als wo ich bin. Ich weiß nämlich nicht genau, wo ich bin. Nur wenn der nichts berührt hat. Der hat aber, oder? Ich glaube, so genau wollen wir gar nicht gucken. Aua, aua. Ich weiß, dass du so genau gucken willst, das ist mir schon klar. Weil du dich natürlich darüber freust. Ja, das Problem ist ja, wenn ich hier du bist jetzt mit Free vom Tee auf dem Grün. Ich liege hinterm Grün. Ja, das heißt, für mich kann es auch schlechter werden. Ja, aber Leo, da komm her, wir gehen weiter. Aber der ist wirklich weg, oder? Ja, ist er. Yes. Ach, nee, nein. Ja, das Glück ist aber nicht. Liegt hier. Aber Olli, was ich gerne hätte, wäre nachher... Bin ich nochmal dran? Ja, ja. Dein T-Shirt? Ja. Und daneben mein Putt von vorhin. Nee, ich hätte gerne dein T-Shirt. Wo ist meiner? Da. Oh Mann, schon wieder. Da. Schön. Sit. Der war doch schön. Siehst du, ich bin feige und patte einfach. Ja, das reicht nicht. Er ist sogar sauber geworden, eben gerade beim der Ball. Rollen. Ja. Alter. Vorsicht, nicht den Ball treten. Der hat hier nichts getan, ne? Lass doch die Fahne drin. Möchte ich aber nicht. Das ist doch viel schöner, wenn die raus ist. Du willst doch nur, dass er wie vorhin, ja, genau, dass er dagegen kommt und... Genau. Und lass doch die Fahne drin. Oh, geschenkt. Oh, die Hasenkette. So. Nein. Den will ich sehen. Ja. 6-5. Jetzt ist schon wieder einen auf. So, 140 Meter, Alter. Wie viel? 150. Ich will ja nicht lügen, obwohl... Obwohl? Warum eigentlich nicht? Dir falsche Informationen geben, könnte meinem Golfspiel... €20 die Krähe kriegst du da. Ach was, 100 Euro du kriegst. Ach Mensch, Kinder. Alter. Aber das ist... Aber... Sauber durch, sauber durch die. Aber das ist ja hinten noch reingerollt, oder was, ne? Was? Ist da hinten reingerollt? Kannst ja noch mal einen... Oh, nee, ich sehe ja schön, ich habe ja diese Schneise. Aber du hast wirklich die einzige Schneise, die es da gibt, die hast du genommen. So, gucken wir mal. So.
Ah, super Schlag, jawoll. Bis auf dem Feld, nicht mal bis auf dem Feld. Okay. Ah, sag mal. Guck, auf den Kameramann, zack. So, jawoll. Soll ich meinen Berg da wegtun oder? Alter, der geht aufs Grün. Nein, okay. Der ist viel zu. Zumindest wenn ich nicht patte wie der letzte Mensch. Jawohl. Okay, also du jetzt mit 4, ich mit 3. Das finde ich schon mal eine gute Ausgangslage. Das heißt, ich muss den Loch und du musst einen Zweipad haben. Ja, aber will ich nicht. Ach, zu lange. Verhungert und den will ich sehen. Das ist auch noch ein Zweipad. Den will ich sehen. So. Ah, nein, der rennt. Schön. So, den muss ich jetzt lochen, sonst teilen wir uns ja das Loch. Das will ich nicht. Oh. Ah. Oh. 5 und 6. Ja, das heißt wieder. All square oder was? All square, ja, würde ich sagen, all square. Aber du bist, glaube ich, immer noch 2 Schläge besser, also bei Zählspiel. Oh, das ist das Par 4. Par 4, 235 jetzt. 235. Wo müssen wir denn da hin? Mit dem Dogleg nach links oder was, ne? Ja, das kann man hier leider nicht sehen. Da auch nicht. So. Also einmal Richtung Tigerline wäre wahrscheinlich über die Bäume rüber. Mach mal. Ne? Nee, ja. Ganz sicher nicht. Nicht so wie das heute klappt. Dann machen wir das ganz sicher nicht. Oder wir machen es vielleicht doch. Machst du Tigerline? Nee, nicht? Das, ich sag's dir auch nach dem Schlag. Ja, fast. Der muss aber durch sein. Der liegt super. Blöder Arsch, ey. Nass ist es auch noch, ey. Alter. Das. Und tief eingegraben in die Blätter. Super. Und ausholen kann man auch nicht richtig. Also für einen schlechten Golfer wäre das ein Problem. Also, für einen schlechten Golfer wäre das ein Problem. Ja. Ich gehe mal weiter. Du bist dran, oder? Nee, ich bin dran. Oh Gott, schon wieder. Das macht keinen Spaß. Ach, sag mal. Yes. Ach, zu kurz. Oh, mit Backspin. Was er ist wohl nicht beschwert gerade, oder? Na, ich spiele gegen dich, Leo. Ja, ich weiß. Und du weißt, dass heute nicht besonders viel Gutes dabei ist. Da freut man sich über jeden, oder? Da muss man jeden Schlag. Mit 4 und noch nicht mal auf dem Grün. Reicht auch nicht, oder? Nee. Ja, same time. Zu kurz. So, so, so. Ach nee! Oh, Mann. Ah, schön! Naja, gut. Oder auch nicht.
Alter, ich Was sagst du? Ich muss jetzt, damit ich, wenn ich keine zweistellige Schlagzahl habe. Wie hast du jetzt für Schläge? Das war der achte. Ach, zu wenig, ich Idiot, ey. Sechs. Das Spiel liegt mit dem Abschlag da vorne. Und brauchst noch fünf Schläge. Stark. Oh. Komm, dafür hole ich dich auch raus. Wenigstens keine Zehn. Was für ein Albtraum in Tüten. Oh. Schrecklich. Okay, also bis ein Lochspiel, bist du einen auf. Zählspiel, 8, 12, 16, 21, 20, 38 gegen 15, 18, 22, 28, 33, 42. 42 und was hast du? 38. Alter, da muss ich hier vier Schläge abnehmen. Ich glaube, das wird nichts. Letzte Loch, 120. Wir wissen, wie das Score steht. Ich muss 120. Jetzt 120. 120. Das heißt, also und eins auf? Eins auf und für vier mich? Schläge besser. Yes! Schade, jawohl. Links. Eigentlich hatte ich gehofft, dass du den jetzt mal richtig daneben hacken würdest. Das war nicht zwar nicht dein Tee, aber egal. Zeig mir mal wie, wenn du ja, meintest. Ja. Kann mit dem Loch wie eben gerade kann ich nicht beenden, das Ganze. Das geht nicht. Oder vielleicht doch. Nee, der war gut. Ja. Ja, zumindest war die Richtung okay. Hätte ich nicht. Der war. Uff, wenigstens drauf. Oh. Alter! Aber voll dünn getroffen, hast du gesehen? Ja. Aber das wäre ein Bogey, Quatsch, ein Birdie. Siehst du das da noch? Mit einem Loch von der Entfernung ist? Gar nicht sehen. Warte mal, ich zeig dir das mal hier. Danke. Wäre auch egal gewesen. Hätte ich es mal doch hier hingehalten, dann wärst du vielleicht. Du, ich? Ne, mach mal. Mach mal. Okay, zur 4, komm. Jawohl, 4. Sehr gut. Und du zur 3. Ah! Leo. So. Danke für diesen schönen Spaziergang. Leute, das war unser erstes Probeturnier. Von Breaking 100 kann hier wirklich nicht die Rede sein. Nee. Stay tuned till summer. We'll be back. And better. What a nightmare.